In allen Kulturen der Menschheitsgeschichte haben sich Einzelne zurückgezogen, um zu sich zu kommen, um in der Leere eine neue Lebenschance zu erfahren. Nicht nur die Augen beginnen sich aufzutun in der Endlosigkeit des Gleichen, sondern auch das Herz. Die Wüste gehen, das heißt, sich aus der Hast und dem Überfluss des täglichen Lebens zu lösen. Sich bewusst zu sein, dass man in der Leere allein sein muss, um Kraft zur Reife erfahren zu können. Der Mystiker Angelus Silesius sagte, die Einsamkeit tut Not. Doch sei nur nicht gemein, so kannst du überall in einer Wüste sein. Des Nachts lasse ich oft stundenlang den Frieden auf mich wirken, der von dem sternenübersäten Himmel kommt. Der Lichterschein erinnert mich stets an die lichte Wolke Gottes, die meinen Weg in der Wüste des Lebens begleitet. Alles scheint stehen zu bleiben in einem ewigen Jetzt. Die tausende von Kilometern, die mich von meinem Gestern trennen, erleichtern mir die Freude darüber, mit ihm ganz allein zu sein, mit dem Ewigen, Unendlichen, ganz Jenseitigen. Wir haben unsere Städte so erleuchtet und die Luft über unserem Land so verschmutzt, dass wir die Sterne nicht mehr sehen. Der Mond steht in der Unendlichkeit des Universums. In der Stille kann ein Gespräch mit dir selbst und den Sternen beginnen.